Hey Leute, hey Yogis, willkommen zur 10 Minuten Mobility Routine. Wunderbar zur Regeneration oder auch vielleicht fürs Aufwärmen für jegliche Art von Sport oder Bewegung oder auch einfach vielleicht nach einem langen Tag, wenn du dich verspannt fühlst, einfach um ein bisschen nochmal aktiv zu werden. Starten wir direkt. Öffnet die Füße im Sitzen, Hände hinter euch stützen und dann beginnen wir mit ein paar Hüftrotationen. Stell die Füße breiter auf und dann bewegt die Knie langsam nach innen und nach außen. Achte darauf, dass du wirklich den ganzen Weg, der dir möglich ist, gehst. Die Füße flexst. Machen wir das hier für eine gute Minute. Ein paar Übungen immer wieder wiederholen. Du kannst dabei anfangen, auch die Knie ein bisschen auseinander zu drücken beim Öffnen. Ein bisschen mehr in die inneren Beine, Länge und in die äußeren Beine Aktivität zu bekommen. Schau, dass du nicht zu weit dich nach hinten lehnst, die Hände dich ein bisschen nach vorne stützen. Gut, noch einmal hier nach links, noch einmal nach rechts. Ja, und dann bleiben wir hier auf der rechten Seite. Klapp deine Knie aus, so etwa 90 Grad. Kommen wir in die Deer Pose. Wir lehnen uns mit den Händen ein bisschen stützend nach vorne über das rechte Knie, über das rechte Schienbein. Machen hinten die rechte Hüfte schwer, bis wir ein bisschen Dehnung spüren hinten an der rechten Gesäß- und Hüftseite. Kannst dabei noch etwas mehr eindrehen mit dem, mit dem Herzen über das rechte Knie. Und auch hier gerne die Füße sanft anziehen, ein bisschen aktiv bleiben in den Schienbeinmuskeln und Bändern. Jawohl, noch ein bisschen tiefer, vielleicht dehnen, nimm noch einen Atemzug. Dann komm hoch zur Mitte und einfach um die eigene Achse dreh dich zur linken Seite, mach das gleiche hier. Klapp die Unterschenkel aus, finde ungefähr deinen 90-Grad-Winkel parallel zu den Mattenseiten. Und dann mit ein bisschen Streckung lehn dich nach vorne, weg von der linken Gesäßseite. So weit, bis du die Streckung spürst an der linken Hüfte. Ein bisschen mehr eindrehen, einfach ein bisschen auf die Suche machen, wo du dich fest fühlst, wo Widerstand ist, wo du ein bisschen die Dehnung vertiefen kannst. Jawohl, auch hier noch einen Atemzug. Wenn du ein bisschen Kniedruck spürst, kannst du den Winkel auch ein bisschen verändern, verringern. Ja, dann komm raus, komm wieder zur Mitte, ein bisschen nachschütteln die Knie. Und dann direkt weiter, kommen wir in die Hände und Füße, Vierfüßlerstand auf die Matte. Bring ein bisschen den Druck in die Hände. Und dann stell die Füße auf und dann aktivieren wir die Wirbelsäule und die Schultern und das Becken. Kommen in den Kuhrücken, atme ein, schönes Hohlkreuz. Und dann ausatmen mit langen Füßen in den Katzenbock. Und wieder vor ein. Füße gern aufstellen und wieder lang werden aus. Machen wir auch das so. Etwa 10 Male, zähl gern für dich selbst. Schau, dass die Bewegung groß bleibt, du die Atmung gerne mitfließen lässt. Und schön den Boden von dir wegdrückst beim Ausatmen, die Schulterblätter separierst. Und einfach frei ein bisschen dich bewegst mit der schönen großen Welle durch den Rücken, durch die Schultern und natürlich auch die Hüfte und das Becken. Gut, noch ein letztes Mal ein und aus und dann zieh dich ins Kind kurz lang zurück, streck einmal die Arme vor, große Hände, schulterweit, die Daumen, Knie offen, ein bisschen die Seiten und die Schultern auseinanderziehen. Kannst du ablegen oder leicht schweben lassen. Sondern eine kleine Seitstreckung, nimm beide Hände vorne zur linken Mattenseite. Leg die Hände übereinander. Ich habe gern die linke Hand hier auf der rechten, um mich ein bisschen festzuhalten, ein bisschen die Seite zu strecken, rechts. Die Hüfte zurückzuziehen. Und dann wieder zur Mitte und zur anderen Seite vorne. Ja, nach rechts ein bisschen zu zerren, zu ziehen, zu drücken. Links den Körper auseinander zu
mal zu dehnen ein wenig. Spür dort unter der Achsel die Dehnung an der Seite, an den Rippen. Sehr schön. Ja, dann wieder lösen. Komm zurück, Hände nach vorne, richte dich auf. Dann komm wieder vor, lehn dich über den Vierfüßen nach vorne und sink mit dem Becken tief. Komm so ein bisschen in den Hund, in die Kobra. Wir atmen hier tief ein. Und schieb die Hüfte zurück und über das Kind wieder nach hinten. Und wieder einatmen, vorlehnen, durch das Becken durchschieben, Schultern nach hinten, Herz nach vorne. Und ausatmen, wieder zurück, Hüfte ins Kind. Ein, vor. Und aus, zurück. Sehr schön. Zwei nochmal. Einatmen, vor. Und aus über die Hüfte zurück. Letztes Mal. Ein vor, durchtauchen, auftauchen. Und dann wieder lösen, ins Kind zurück. Sehr schön. Komm in den Vierfüßlerstand. Und dann heb den rechten Arm zur Decke. Atme tief ein. Und einen tiefen Twist durch das linke Loch unter dem linken Arm beugend. Ein bisschen einrollen, auch hier im Wechsel. Einatmen, aufrichten, wieder hochtauchen, zur Hand gern blicken, ausatmen, wieder durchstrecken. Einatmen, hoch. Schön der tiefe Twist, geh ein bisschen in die Schulter tiefer. Noch einmal auftauchen. Und ein letztes Mal durchziehen, unten halten, noch ein bisschen mehr Platz vielleicht mit den Knien schaffen. Und dann bleib hier kurz im rechten Arm liegen. Kannst die linke Hand gerne nach vorne strecken oder auch vor der Nase lassen. Drück vielleicht die Hüfte leicht zurück. Mach die Hände nochmal ganz groß. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Schön, und dann linke Hand wieder vors Gesicht. Dreh dich nochmal auf. Heb die rechte Hand zur Decke. Atme tief ein. Und dann absetzen, aus. Gut, wechsel die Seite. Komm mit der linken Hand hoch, atme ein. Und dann zieh dich rechts tief durch. Kurz die Schulter, den Kopf ablegen. Im Wechsel heben ein. Und durchrollen, aus. Heben ein. Und tief aus. Letztes Mal auftauchen. Dann durch das Loch ablegen, Schulter schwer, Kopf auf der Seite. Rechte Hand vor der Nase oder streck den rechten Arm über den Kopf. Lehn dich raus. Kleiner Twist, kleine Schulterdehnung. Mal große Hände auch hier, spreize. Und dann löse wieder rechte Hand, stütz dich, komm nochmal hoch. Atme ein, dreh dich auf und dann zurück. Vierfüßlerstand. Und dann Hände weiter vor, Füße aufstellen. Kommen wir den herabschauenden Hund. Machen wir uns ein bisschen lang. Treten, drücken, wandern auf der Stelle. Lassen die Hüfte ein bisschen locker werden. Und dann noch ein bisschen die Schulter nochmal aufwärmen, aufwecken und ein bisschen stärken. Zieh dich ins Brett nach vorne. Atme tief ein, werde lang, krall in die Hände, schieb die Fersen vom Kopf weg und dann wieder herabschauender Hund zurück. Vorne ein und wieder zurück, aus. Vor ein, schön die Welle gern machen und auch wieder zurück, aus. Vor ein und zurück, aus in den Hund, letztes Mal ein. Und herabschauender Hund, aus. Sehr gut, nochmal lang strecken. Kannst die Knie beugen oder auch ganz tief drücken, nochmal über die Hüften. Weit heben, drück nochmal groß die Hände in die Matte. Volle Linie gerne. Noch ein tiefer Atemzug. So, und dann nimm Druck raus, wander in die Matte in Mitte, öffne die Füße, komm in den Squat. Yoga-Frosch tief setzen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dir einen Block unter das Gesäß setzen oder auch gerne ein Handtuch unter die Knie, unter die Fersen bringen, dass du dich ein bisschen erhöhst. Wäre dann in dem Fall ein bisschen einfacher vielleicht die Fersen zu stützen.
kannst natürlich auch etwas Höheres nehmen. Gut, und dann ja, machen wir auch hier Bewegung, richten uns auf, atmen, streckt den Rücken, hebt die Arme. Und dann kommen die Vorbeuge, Füße gern gerade und tiefe Vorbeuge. Dann wieder tief beugen, Hüfte schwer, Arme hoch ein. Und wieder strecken, Vorbeuge aus. Einbeugen, Arme gern heben, aufrichten so gut es geht. Und wieder strecken. Und einbeugen. Und ausstrecken. Wunderbar, nochmal. Ein. Und aus. Und das letzte Mal. Ein. Und strecken aus. Sehr gut. Bleib Kopf zu Fuß. Lehn dich tief. Und dann nimm gerne die Hände in den Rücken. Finger greifen. Und dann Schultern zusammenziehen. Arme über den Kopf drücken. Finger vielleicht ganz eng zusammengreifen. Und ein bisschen tiefer drücken. Auch hier gern halten. Wenn du Unterstützung brauchst, kann auch hier das Handtuch helfen. Wenn du etwas fest bist in den Schultern, dich daran gerne festhalten. Ein paar Atemzüge hier, kannst die Knie gern beugen oder auch länger strecken. Vielleicht noch etwas mehr Raum gewinnen vorne am Herzen. Drück die Schulterblätter weiter zusammen. Lehn dich etwas mehr in die Zehen, in die Fußballen. Heb vielleicht den Blick zum Bauchnabel für die Nackenstreckung. Nimm noch einen Atemzug. Und dann löse wieder tief, Hände zum Boden. Halbe Vorbeuge, kurz den Rücken lang, parallel zum Boden strecken hier. Ein bisschen die Hüfte rausschieben vom Kopf, atme tief ein. Und dann tiefe Vorbeuge aus. Und dann steht zum Abschluss einmal lang auf in den Berg, hebt die Arme zur Decke, atme tief ein. Und dann schließt zum Herzen, atme aus. Sehr schön. Gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir geholfen, ein bisschen das Blut in Wallung gebracht, ein bisschen dich erfrischt und hoffentlich fühlst du dich bereit für die nächste Aufgabe des Tages oder auch für den Abschluss des Tages. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn dir solche kurzen Videos auch gefallen, schreib gerne einen Kommentar. Ich bereite gerne noch mehr von diesen vor. Habt einen schönen Tag. Namaste. Hey Leute, hey Yogis, ich hoffe, euch geht's gut. Falls dir meine Videos gefallen und dir geholfen haben, dich in deiner Yoga-Praxis weiterzuentwickeln oder du dich allgemein einfach besser, gesünder fühlst, wenn du regelmäßig mit mir auf deiner Matte übst und du dich gefragt hast, wie du vielleicht mich, meinen Kanal Honor Yourself Yoga unterstützen kannst, dann freue ich mich, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auf meinem YouTube-Channel eine Mitgliedschaft abzuschließen, die dir den Zugang zu exklusiven Content bietet, wie zum Beispiel Videos nur für Mitglieder oder auch Livestreams, die bald kommen oder auch die Abstimmung über das nächste Video, über das nächste Thema mitzubestimmen. Also schau gerne mal rein, vielleicht bieten ja dir die Vorteile etwas. Unter jedem Video findest du den Button Mitglied werden. Also ich freue mich über jeden, der mal reinschaut und vielleicht mich unterstützt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Matte. Bis zum nächsten Mal. Namaste.